Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Meine Lieben, wir haben den 1. Mai und ich möchte euch in diesem Video über die neue Struktur des Jahreshauptkatalogs informieren. Wenn ihr ihn schon vor euch liegen habt, weil ihr Kunden bei mir oder auch bei einer anderen Demonstratorin seid, dann werdet ihr ganz schnell, wenn ihr das erste Mal durchgeblättert habt, feststellen, oh, hier hat sich einiges verändert. Um euch diese Veränderung ein bisschen näher zu bringen, jetzt dieses Video. Ich versuche, mich so kurz wie möglich zu fassen. Heute Nachmittag um 14 Uhr werden mein Ehemike und ich noch ein Live machen, eine Live-Katalogtour. Da wird es aber tatsächlich darum gehen, um die Inhalte des Katalogs und gar nicht so sehr um die Struktur. Wenn ihr da aber noch Fragen zu habt, kommt einfach mit ins Live rein und die Fragen könnt ihr dann natürlich sehr gerne stellen. Wenn irgendwas noch unklar sein sollte, irgendwas nicht gefunden habt oder sonst irgendwelche Fragen habt, kommt einfach heute Nachmittag um 14 Uhr mit ins Live rein und stellt uns diese Fragen. Gar kein Problem. Ich stelle mal eben um und gehe einfach mal los. Ganz zu Beginn des neuen Katalogs sind die ersten gut 30 Seiten schon mal komplett anders, als wir es gewohnt sind. Normalerweise fängt das da gleich, das geht sofort los. Das ist ein Bestellkatalog mit ein paar Mustern. Und da haben wir schon die erste gravierende Veränderung. Ich finde, dieser neue Katalog ist eher ein Ideenbuch und man kann auch damit bestellen. Was eine ganz klare Ausrichtung ist, und das muss einfach jedem klar sein, der ganz klare Weg führt in den Online-Shop. Wenn man nähere Informationen haben will, mehr Informationen haben will und mehr sehen möchte, dann ist man notwendigerweise dazu aufgefordert, in den Online-Shop zu gehen. Das sieht man auch daran, dass ganz in diesem Katalog ganz viele QR-Codes hinterlegt sind. Da komme ich aber gleich noch zu. Starten wir mal eben vorne beim Katalog. Im Inhaltsverzeichnis sieht man schon einen gravierenden Unterschied. Wir haben nämlich einen Bereich Schritt für Schritt basteln, einen Bereich schnell und einfach gestalten und einen Bereich Ihre kreative Welt. Stampin' Up! Geht schon sehr lange darauf ein, dass wir Gelegenheitsbastler haben, beziehungsweise nein, wir haben Anfänger, wir haben Gelegenheitsbastler und wir haben passionierte Bastler. Also die, die wirklich die volle Bandbreite nutzen, sage ich mal. Und diese drei Gruppen hat Stampin' Up! In diesem Katalog deutlich mehr aufgegriffen. Was nicht heißt, dass es einen Bereich nur für Anfänger gibt, einen Bereich nur für Gelegenheitsbastler und einen Bereich für Profis, sondern das geht alles irgendwie ein bisschen ineinander über. Denn ich sag mal, für Anfänger, die noch keine großartigen Materialien haben, bieten sich als Beispiel Kreativsets an. Profibastler nutzen die aber auch sehr gerne. Von daher, die Übergänge sind sehr fließend. Hier sieht man schon einen größeren Bereich, sage ich mal, wo man sich schon Gedanken machen kann. Und es geht los, Schritt für Schritt basteln. Also Anfänger. Anfänger ist damit gemeint, einen Moment, ich blätter mal weiter. Anfänger ist eigentlich damit gemeint, gar nicht mal Leute, die noch nicht basteln können, sondern vielmehr die, die Materialien noch gar nicht haben. Wenn jemand sich dem tollen Hobby Basteln zuwenden möchte, dann und noch nicht so ganz weiß, dann muss derjenige sich nicht erst für viel, viel Geld alle möglichen Materialien besorgen, um dann unter Umständen festzustellen, ach, irgendwie ist das doch nicht so meins. Wie wäre es denn, und das ist hier der Hinweis darauf, wie wäre es denn mit einem Kreativset anzufangen? Wir haben seit Anfang des Jahres monatlich, jeden Monat, zwei neue Kreativsets im Sortiment. Diese sind, das hier ist nur symbolisch quasi. Das sind zwar neue Kreativsets aus diesem Jahr, aber das hier ist nur symbolisch. Denn die Kreativsets sind nicht im Katalog abgebildet, da, wie gesagt, jeden Monat zwei neue kommen. Die sind ausschließlich unter Exklusiv Online im Online-Shop einzusehen. Deswegen ist hier auch ein QR-Code, über den man ganz fix zu den Kreativsets
hinkommt. Kreativsets gibt es unterschiedliche. Ich würde mal sagen, es sind drei unterschiedliche. Einmal hat man Kreativsets, wo nur Kartensets drin sind. Das heißt, man braucht außer einer Schere eigentlich nichts weiter. Dann gibt es Kreativsets, die Stempelsets beinhalten. Das sieht man hier ganz gut. Hier liegt auch noch ein Stempelset. Auch in dem Kreativset ist alles drin. Man hat das Stempelset, man hat einen sogenannten Stampin' Spot. Das ist ein kleines Stempelkissen. Man hat alles, was man braucht, bis auf eine Schere eventuell und vielleicht auch noch ein Falzbein. Und dann gibt es mittlerweile eine dritte Kategorie, die eigentlich mit Karten oder Verpackungen gar nichts zu tun hat. Das sind dann, ich nenne sie immer die besonderen Kreativsets. Das ist sowas wie, wir hatten schon eine oder wir haben eine Magnettafel. Wir haben jetzt gerade relativ aktuell Bilderrahmen, die man gestalten kann. Oder wir hatten auch schon einen Planer. Ein Geburtstagsplaner war das. Also ich sag mal, das teilt sich in diese drei Kategorien. Was halt schön ist, die Kreativsets sind wirklich für jeden gemacht. Für Anfänger insbesondere, die halt wenig Material haben, aber auch für Fortgeschrittene. Auch ich greife gerne mal auf ein Kreativset zurück. Erstens mal, weil es was Besonderes ist. Und zum Zweiten, wenn ich mal eine schnelle Karte brauche, dann kann ich das mit so einem Kreativset mal eben ratzfatz machen. So, gehen wir mal eben weiter. Schnell und einfach gestalten. Das ist tatsächlich für diejenigen gemacht, die durchaus schon Material haben, aber einfach zu den Gelegenheitsbastlern gehören. Immer mal wieder ihrem Hobby frönen. Was ich total schön finde, wir haben hier eine Übersichtsseite, die Top 10 der Bastelbasics. Das ist eigentlich wieder eher an die Anfänger gerichtet, was man am Anfang unbedingt braucht. Der Punkt 10, aus meiner Warte gesehen, gehört natürlich an die Stelle 1 und nicht an die Stelle 10. Ich finde den Spruch super, wie Google nur besser. Also immer, wenn es darum geht, was Anfänger oder Neulinge in diesem Bereich angeht, kommt auf mich als eure Demonstratorin oder auf eure Demonstratorin eurer Wahl zu. Die kann euch in aller Regel immer gut beraten. Was braucht ihr am Anfang? Was ist sinnvoll? Was ist weniger sinnvoll? Was habt ihr schon? Wo wollt ihr überhaupt hin? Und das hier ist so ein kleiner Leitfaden mit den Basics. Dann gibt es eine ganz neue Kategorie, die auch für Profis super interessant ist. Das ist das Mix und Match. Da gibt es halt ja die Grundlagen, sage ich mal, Karten und Umschläge zum Schmücken. Es gibt Zierelemente, die sind in der Regel immer vorgestanzt. Die kann man einfach aufbringen. Und es gibt auch Stempelsets. Da gibt es einiges von. Dann haben wir hier den Bereich Kartendesigns. Ich bin immer noch im ersten Bereich, wo viel erklärt wird. Was ich großartig finde, hier gibt es Kartensketches. Da bin ich schon mal drauf eingegangen. Da werde ich auch immer mal wieder was zu machen mit einem Sketch hiervon arbeiten oder an sich mit einem Kartensketch arbeiten. Es wird schon ein bisschen auf unsere abgestimmten Farben eingegangen. Dann wird hier erklärt, Stempeln für alle Anlässe. Da haben wir zwei Stempelsets. Und es wird erklärt quasi, was kann man alles mitmachen. Dann geht es weiter, Erinnerungen und mehr. Das heißt Scrapbooking. Hier geht es auf Verpackung, hier ist Designpapier mit drin. Also alles, was so der Gelegenheitsbastler mal brauchen könnte. Und dann kommt die kreative Welt. Und die kreative Welt ist, das sieht man schon an diesem Bild, gemacht für alle, die schon ein richtiges Bastelzimmer oder eine richtige Bastelecke haben. Das sind so die drei Bereiche. Diese drei Bereiche gehen aber tatsächlich fließend ineinander über. Ich finde es toll, dass es hier so ein bisschen aufgedröselt ist. So, jetzt das, sage ich mal, zum Einstieg. Jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Und zwar, ich habe mir hier immer so kleine Zettel mit dran gemacht, damit ich weiß, wo ich gerade bin und was ich euch erzählen möchte. Ganz zu Anfang, ab Seite 34, gibt es die Produktreihenkollektion. Produktreihenkollektionen bestehen immer aus mehreren Produkten, nämlich eigentlich immer aus einem Produktpaket. Ein Produktpaket kann
bestehen aus Stempelset und Stanzform oder auch Stempelset und Handstanze. Das ist ein Produktpaket und das Produktpaket hat im Katalog immer einen Preisvorteil, wenn man gleich das Produktpaket kauft, von 10%. Daran hat sich gar nichts verändert. Das sieht man auch hier unten. Hier in dem Bereich sind die ganzen Nummern nochmal erklärt. Jedes Produkt ist mit einer Nummer versehen. Und hier steht jetzt 1 und 2 zusammen, ist das Produktpaket Sonnige Grüße. Dahinter die Artikelnummer, dann der durchgestrichene Preis ist der reguläre Preis. Danach der Preis, den es tatsächlich kostet, weil ein Produktpaket halt die 10% hat. Man kann aber natürlich auch Stempel, Set und Stanzform separat voneinander kaufen. Zu einer Produktreihenkollektion gehört das Produktpaket in irgendeiner Art und Weise ganz oft Embellishments oder Band, manchmal auch noch zusätzliches Papier und Designpapier. Wir haben in diesem Katalog keine Übersicht mehr, wie wir es vorher hatten mit den Designpapieren, was ich persönlich sehr schade finde. Aber so ist es halt. Veränderung ist halt so. Dafür ist das Designpapier hier aber deutlich größer abgebildet. Was sehr schön ist, bei der Produktreihenkollektion haben wir auf der zweiten Seite nochmal Projektideen. Und das sieht man nicht gleich. Uns wurde es selbst auch erklärt. Ich hätte es auch nicht gesehen, muss ich gestehen. Als erstes Mal hier oben ist wieder ein QR-Code. Wenn man den anklickt, dann kommt man auf ein Video von Stampin' Up, wo diese Produktreihenkollektion nochmal etwas genauer vorgestellt wird. Und hier sind immer Projekte. Jedes einzelne Projekt hat den Fokus auf eins der Produkte. Das heißt, ein Projekt insbesondere auf das Stempelset, das ist das hier. Ein Projekt insbesondere auf die Stanzen, das sind die beiden im Prinzip. Ein Projekt besonders auf das Designpapier, das wäre dann das hier. Und ein Projekt, wo alles zusammenkommt, da sind wir bei dem. Das hier sind die Stanzformen. Also da unbedingt mal etwas genauer hingucken. Ganz oft, ich kenne das von mir selbst auch, ganz oft überblätter ich die Dinge, wo ich dann denke, ja, Beispiele, alles klar. Aber das hier ist mehr ein Ideenbuch als ein Bestellkatalog. Das ist tatsächlich die Ausrichtung hierbei. So, das sind die ganzen die Produktreihenkollektion. Und dann kommen die Produktpakete. Das heißt, hier geht es darum, Produktpaket, Stempelset und Stanzform. Die sind immer eingerahmt. Hier sind dann auch nochmal die Produkte als Projekte gezeigt. Und dieses Eingerahmte zeigt an 10% Preisvorteil, weil es ist ein Produktpaket. In diesen Produktpaketen gibt es diese Seite, das ist Seite 58 und 59, die hat etwas Besonderes, weil Stampin' Up! hat etwas Besonderes eingeführt und da möchte ich nochmal genauer drauf hinweisen bei diesen beiden Produktpaketen. Hier hat Stampin' Up! Sich überlegt, und das finde ich großartig, wir haben jeweils ein Stempelset, wo wir eine Form haben, hier auch, und ich persönlich bevorzuge eine Handstanze. Weil Handstanzen, das geht schnell. Ich muss nicht immer noch durchkurbeln. Aber wenn wir uns hier mal die Projekte anschauen, dann ist so eine Karte hier beispielsweise, die ich toll finde, mit einer Handstanze nicht zu machen, weil ich in das Mittelfeld nicht mit einer Handstanze komme. Deswegen hat man die Möglichkeit, sich erst einmal zu entscheiden, möchte ich das Stempelset mit Stanzform haben oder mit einer Handstanze als Produktpaket. Wenn ich beispielsweise jetzt sage, ich will erstmal die Handstanze haben, dann würde ich mir das Produktpaket hiermit bestellen. Wenn ich dann feststelle, es gibt doch so ein paar Projekte, da bräuchte ich das Etikett mal an der Stelle, wo ich mit der Handstanze nicht hinkomme, dann kann ich mir die Stanzform auch separat bestellen. Das heißt, ich habe den Vorteil des Produktpakets und kann mir das noch nachträglich bestellen. Genau das Gleiche ist hier. Entweder die Handstanze oder die Stanzformen. Darauf wollte ich unbedingt hinweisen.
Hier sind dann halt jede Menge Produktpakete. Wie gesagt, man sieht es immer im Rahmen. Was ich sehr schön finde, was sie hier bei den Produktpaketen gemacht haben, das sieht man jetzt auf der Seite nicht so gut. Ich nehme mal die. Vorher, in den Katalogen vorher, war das Stempelset deutlich kleiner und vor allen Dingen die Stanzformen waren deutlich, deutlich kleiner. Ja, das ist nicht mehr in 100% Größe abgebildet. Ist nicht ganz so schön, aber ein Tod muss man sterben. Dafür haben wir die Stanzform in Größe abgebildet. Und hier sieht man dann auch, wie wir das schon kennen, alles, was so beige unterlegt ist, dafür gibt es eine Stanzform. Die Stanzformen haben aber in der Regel mehr Stanzen, als man hier ausstanzen kann. Als Beispiel, hier haben wir noch diese Herzen und die Blümchen und hier noch und da noch, ne? Genau wie hier sind einige Stanzformen, die über den Stempel hinausgehen. So, dann haben wir, was mich als Demonstratorin immer sehr viel Zeit kostet, ist, wenn ich einen Katalogwechsel habe und schauen muss, welche Produkte gehen denn raus und welche Produkte bleiben da. Das heißt, ich gehe all meine Stempelsets durch und sortiere aus. Das macht es mir hier deutlich einfacher. Für euch, das hier sind die Produktpakete, die übernommen wurden. Entweder aus dem letzten Jahreskatalog oder aus dem jetzt noch bestehenden, heute und morgen, Frühjahr-Sommer-Katalog. Allerdings gibt es eine Besonderheit dabei. Wenn die Produkte neu in den Jahreskatalog oder in den Frühjahr-Sommer-Katalog kommen und es gibt einen Bundle, dann wird das als Produktpaket angeboten mit dem 10%igen Vorteil, wie es immer bei Stampin' Up ist, bei Produktpaketen, die neu sind. Die hier werden übernommen und nachdem sie übernommen werden, sie waren ja schon eine ganze Weile da, gibt es die dann zwar immer noch zu kaufen, aber nicht mehr als Produktpaket mit 10%igen Vorteil, sondern nur noch einzeln. Natürlich ist das unglücklich, aber den letzten beißen die Hunde, wie das so schön heißt. Wenn man etwas unbedingt haben möchte, dann bitte gleich als Produktpaket bestellen. Erstmal wird lange nicht alles übernommen und zum Zweiten hat man dann diesen Vorteil nicht mehr. Dadurch, dass diese Produkte ja schon veröffentlicht wurden, sind sie hier auch nur noch ganz klein abgebildet. Ich weiß, das ist für Leute, die das erste Mal einen Stampin' Up-Katalog erhalten, ein bisschen unglücklich. Aber die alten Kataloge sind in der Regel immer noch im Internet abrufbar und man kann sich das dann nochmal in groß anschauen. Oder man geht über den QR-Code bzw. geht in den Online-Shop über die Artikelnummer und hat dort das auch nochmal groß und in der Regel dann auch immer mit Projektbeispiel. So, das sind die übernommenen. Und dann gehen wir in den Bereich, wo neue Sachen kommen. Und hier haben wir jetzt tatsächlich eine ganz große Veränderung drin. Als erstes Mal ist viel zusammengefasst worden, sinnvoll zusammengefasst worden. Diese Seite habe ich jetzt aufgenommen. Hier haben wir die transparenten Blöcke. Das ist die Grundlage zum Stempeln. Hier sind leider 3 Blöcke rausgegangen. Aber die wir haben, sind immer noch ganz fantastisch und reichen für alle Stempelsets. Was wir bei diesem Katalog unbedingt beachten müssen, ist, wir müssen ein kleines bisschen mehr lesen, als dass wir das vorher mussten. Vorher war das ein Bestellkatalog mit ein paar Ideen, die zwar super waren, aber es war ein Bestellkatalog. Das hier ist ein Ideenbuch mit der Möglichkeit der Bestellung. Als Beispiel, wir haben hier immer solche kleinen Beschreibungen zu dem, was wir hier sehen. Und das heißt, hier sehen wir unser Stamp & Scrub, das Säuberungskissen, und den Stempelreiniger, also den Stempelnebel. Hier sind die beiden Artikelnummern dazu. Hier sehen wir die Perforiermatte. Hier ist die Artikelbeschreibung dazu mit Preis und Artikelnummer. Das hier ist wieder eine Übersicht. Und was auch neu ist, was wir hier in diesem Bereich viel sehen, ist hier präsentiert. Das heißt, in dieser kleinen Ecke werden 2 Stempelsets wirklich sehr klein gezeigt. Die gibt es schon. Die sind nicht neu, die sind schon bekannt. Die sind also schon veröffentlicht, entweder in einem anderen Katalog oder über die Exklusiv Online.
im Online-Shop. Aber hier sind nochmal die Informationen und das sind die Stempelsets, die hier auf der Seite präsentiert werden. Das heißt, hier haben wir das mit der Schildkröte, hier haben wir das mit den Blättern und das gehört zum Schildkrötenset. Hier also immer, das wird präsentiert. So, dann kommt der Bereich des Anlassbastelns. Die Abbildungen in diesem Bereich sind wieder zu 100%. Also dieses Stempelset ist tatsächlich so groß. Das führt sich fort. Dieses Stempelset ist Originalgröße. Das ist nur in diesem Bereich so. Auch hier haben wir den immer an der rechten Seite hier präsentiert. Hier werden Sachen präsentiert aus den beiden Stempelsets und aus den Stanzformen. Nämlich dieses Celebrate ist hier mit in den Stanzformen drin. Hier haben wir Gedanken an dich. Da ist der Stempelspruch. Hier ist er zwar in Englisch, aber es kommt hier draus. Und hier draus muss dann wahrscheinlich das hier sein. Unter Umständen. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber diese drei Sets werden hier präsentiert. Das hier ist ein neues, 100% Größe. Wenn ich die nächste Seite nehme, habe ich wieder genau das Gleiche. Ich habe hier Beispiele, aber nicht nur zu diesem Set, das hier in 100% abgebildet ist. Das heißt, das ist ein neues Set, was es vorher noch nicht gab. Sondern ich habe hier wieder hier präsentiert zwei Produkte, die es bereits gab in anderen Katalogen. Deswegen sind die auch nur so klein. Und hier sind die Luftballons beispielsweise, nicht Luftballons, Heißluftballons sind das. Und hier ist zum Beispiel das Werkzeug, was nochmal mit benutzt wurde. Dann kommen wir, das ist hier der ganze Bereich des Anlassbastelns. Ich zeige euch das nochmal eben ganz kurz. Hier oben steht immer der Anlass, sage ich mal, das Stempelset dazu. Hier haben wir das auch nochmal. Hier auf Seite 90, 91 sind die ganzen Hintergrundstempel. Nicht alle, doch ich glaube, das sind sogar alle. Die es zu entdecken gibt, sage ich mal. Und dann geht es weiter. In den Bereich der Embellishments nenne ich es mal. Wir haben hier alle Bänder, die wir haben. Da muss ich gestehen, das ist nicht so richtig gut gelungen aus meiner Sicht. Das hätte man etwas besser aufbauen können. Es sieht zwar hübsch aus, aber das ist tatsächlich so unübersichtlich. Gut, es funktioniert nicht immer alles zu 100%. Das hier hingegen, das streichelt mein Demonstratorenherz. Die ganzen Accessoires sind schön groß abgebildet, ordentlich strukturiert, mag ich sowieso. Das hier ist mir persönlich dann einfach zu viel Chaos. Ich kann damit auch arbeiten, das ist nicht das Problem, aber sowas finde ich besser. So, dann haben wir eine neue Seite, die auch fantastisch ist. Für all diejenigen, die mit unseren Klebemitteln arbeiten, einfach mal so und gar nicht so genau wissen und insbesondere auch für die neuen Bastler. Hier haben wir all unsere Klebemittel, die es so gibt. Und an jedem Klebemittel sind solche kleinen Zeichen dran. Diese kleinen Zeichen werden hier nochmal erklärt. Das heißt, als Beispiel, ich nehme mal das, was man eigentlich zu allem nimmt. Den Tombow, den Mehrzweckflüssigkleber. Der ist geeignet für Farbkarton und Papier. Der ist geeignet für Accessoires. Der ist geeignet für ausgestanzte Motive. Und der ist geeignet für 3D-Projekte. Wohingegen als Beispiel, was ich immer wieder sage, Flink und Fest ist geeignet für Farbkarton und für Geschenkband, aber nicht für 3D-Projekte, weil der nicht ausreichende Klebekraft hat. Wenn man ordentliche Klebekraft haben will für 3D-Projekte, dann nimmt man den Flink und Fest Plus. Das ist nämlich, wie es hier so schön steht, der Kraftprotz. Der hält das. Hier also immer auf die kleinen Zeichen achten, einmal kurz hier rüber gucken, dann weiß man, welches Klebemittel kann ich wofür nehmen. Ich finde das großartig, dass das nochmal erklärt wurde. Im nächsten Bereich, und auch das ist komplett neu, werden Techniken vorgestellt. Zu diesen Techniken passend sind immer alle Arbeitsmittel, die man braucht. Als Beispiel, es fängt an mit der Aquarelltechnik.
Hier haben wir ein neues Stempelset, da es neu ist, in 100% Abbildung. Also genauso groß sind tatsächlich die Stempel. Und alles, was zur Aquarelltechnik dazugehört. Zum Beispiel die Wassertankpinsel oder die Aquarellstifte, die Mischstifte. Hier haben wir den Stampin' Spritzer. Hier ist noch das Stayson Stempelkissen, was man gerade bei Aquarell mitnimmt. Da haben wir hier Aquarellbasis, das Aquarellpapier, der Stayson und auch der Stayson Reiniger, weil dafür gibt es besonderen Reiniger. Und hier haben wir nochmal die Pastellkreide. Also alles, was zur Aquarelltechnik passt, ist hier mit in diesem Bereich aufgeführt. Nächste Seite in Bewegung. Das heißt, alles, wo ich schieben, ziehen oder sonst was kann. Ich habe ein spezielles Stempelset noch dafür, was einfach dazu gut passt. Und immer wenn ich Bewegung habe, also auch bei einer normalen Klappkarte, brauche ich einen Papierfalter, um die Falzlinie nachzuziehen. Ich brauche eine Schneidemaschine, ich brauche die Schneideklingen, ich brauche eventuell, wenn ich nicht gerne mit Inch arbeite, sondern lieber mit Zentimeter, die Klingenführung. Oder ich brauche auch zur Bewegung so eine Stanze. Nächster Teil, gut geschüttelt. Hier muss man wieder viel lesen und viel gucken. Ich habe hier Umschläge in Transparent, denn damit kann ich Schüttelumschläge machen. Ich habe das Abreißklebeband, wo ich diese Umschläge dann eventuell mit schließe. Ich habe lose Akzente. Ich habe hier jetzt als Beispiel das Stempelset Cake Fancy. Das ist klein, denn es ist nicht neu, es ist übernommen und wird deswegen nicht in 100% vorgestellt. Hier sind dann auch noch die Schaumstoffklebestreifen. Wenn ich eine Schüttelkarte mache, muss ich das ja hochsetzen. Also man muss hier einfach viel lesen. Das ist ganz wichtig. Aber ich habe hier die Technik und alles, was ich für diese Technik brauche, finde ich auch auf dieser Seite. Nächste Seite, Maskiertechnik. Genau das Gleiche. Das ist wieder ein neues Set in 100% abgebildet. Und hier muss ich auch wieder lesen, wenn ich Lagenlooks machen will, dann wird vorgeschlagen, könnte man folgende Dinge benutzen für die Maskiertechnik. Oder wenn ich eine Szene machen will, das Abdeckmaskenpapier. Oder. Ne? Also das gehört dazu. So ist das in Techniken aufgeteilt. Wir haben eine neue Rubrik, das ist auch schön, dass das übersichtlich ist, so wie ich das mag. Alle Prägeformen. Allerdings, ich weiß nicht, ob es, ich würde sagen, es ist im Katalog vergessen worden. Als ich meine Vorbestellung gemacht habe, habe ich mir diese beiden neuen Prägeformen bestellt und war wirklich überrascht, als ich die bekam. Hier sieht man es so ein bisschen. Der Prägefolder, wie heißt der noch? Fantasievoll verwirbelt, ist im Gegensatz zu dem hier deutlich größer, nämlich doppelt so groß. Die Breite ist so breit, dass sie in eine A5-Stanzmaschine passt, also auch in unsere Stanz- und Prägemaschine. Aber er ist doppelt so lang. Genauso bei den Perlenkreis. Das ist hier nicht nochmal beschrieben. Ich finde, das hätte damit drinstehen sollen. Vielleicht ist es auch schlicht vergessen worden. Deswegen habe ich mir diese beiden jetzt eingekreist, damit ich das garantiert im Auge habe. So, dann kommen wir zur Farblehre. Das Stampin' Up, das hier mit reingebracht hat, finde ich ganz fantastisch. Ich kann mich noch vage an den Kunstunterricht erinnern. Das ist schon so lange her, aber vage. Ich habe also schon mal komplementär und monochrom gehört. Hier ist eine Farblehre drin. Hier sind all unsere Farben drin. Und hier nochmal, in welchem Bereich diese Farbe mit reingehört. Es ist nochmal erklärt, was ist monochrom, was ist komplementär, was ist analog, was ist triadisch. Hierzu habt ihr vielleicht unser Rädchen gesehen. Dieses Rädchen haben alle, die beim Onstage in Rotterdam waren oder woanders auf der Welt natürlich, also beim letzten Onstage im April, das haben wir erhalten. Und hier kann man halt sich das noch einstellen. Was ist monochrom? Was ist komplementär? Also jetzt beispielsweise, wenn ich das hier so rüberstelle, sind das die Komplementärfarben. Das sind die Analogfarben. Ne? Das wäre triadisch.
Hier sind die Analogfarben, Entschuldigung. Auf der Rückseite ist das nochmal alles genau erklärt, wie es auch hier erklärt ist. Und ganz viele haben nach diesem Rädchen gefragt und haben gesagt, oh, können wir das nicht auch bestellen? Insbesondere auch die Demonstratoren, die leider nicht beim Onstage sein konnten, haben natürlich gefragt, können wir das nicht auch bestellen? Mittlerweile gibt es eine vage, muss ich sagen, vage Information von Stampin' Up, dass sie wahrscheinlich im Laufe des Jahres, ich denke mal eher zum Ende des Jahres, so einen Kreis rausbringen, den man dann bestellen kann. Allerdings weiß ich noch nicht, ob nur Demonstratoren das bestellen können oder ob das auch für Kunden zugänglich ist. Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Uns wurde die Information gegeben, dass das ein klein wenig überarbeitet wird. Beispielsweise hier sind die In-Color-Farben mit drin. Die nehmen sie raus, weil die In-Color wechseln ja jedes Jahr beziehungsweise alle 2 Jahre. Und dann würde das alles nicht mehr passen. Und um das etwas besser zu machen und langlebiger zu machen, wollen sie die In-Color-Farben rausnehmen. Und ich meine mich zu erinnern, dass das Basic Beige hier noch mit rein soll, was im Moment noch fehlt. Wenn das bestellbar sein wird, ich gehe davon aus, nicht vor Herbst, vielleicht sogar noch später, werdet ihr natürlich eine entsprechende Information bekommen, denn das ist wirklich hilfreich. Aber auch hiermit kann man ja einfach, wenn man weiß, komplementär ist immer gegenüberliegend, sagen, okay, ich will was mit Lindgrün machen. Komplementär wäre Malve Brombeermousse als Beispiel. Ne? Oder wenn ich analog das nehmen will, dann habe ich hier halt die 3 Farben, die analog zusammengehören. Da brauche ich jetzt nicht zwingend das Rädchen für. Das geht auch so, aber so ein Rädchen ist schon was Schönes. So, als nächstes kommen wir dazu, was wir tatsächlich schon kennen. Das sind nämlich unsere Farbfamilien. Geht los mit den Pastellfarben, den Signalfarben, den Prachtfarben, den Neutralfarben und den In-Color-Farben. Hier, und den Basisfarben, Entschuldigung, die habe ich fast vergessen. Hier ist es so, wie vorher auch, Farbkarton, Stempelkissen, Nachfülltinte, Blends in der jeweiligen Farbe, die jeweilige Artikelnummer. Blends gibt es nicht immer in allen Farben. Hier beispielsweise in Jade gibt es keinen Blend, in Currygelb, in Gartengrün, in Amethyst. So manche Farben sind rausgenommen worden. Was aber viel wichtiger ist, darunter, der Bereich hier unten, das ist als Familie. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt aus der gesamten Pastellfarbenfamilie das haben, könnt ihr Farbkarton im Set euch bestellen. Das sind dann 20 Bögen, also je Farbe 2 Bögen. Farbkarton in 12x12, das Designerpapier hier zu der Farbfamilie, die Marker im Set, die Stempelkissen im Set und die Nachfülltinten im Paket, beziehungsweise im Set dann. Einen Moment, jetzt muss ich mal eben weiterblättern. Was Stampin' Up! Leider immer noch nicht gemacht hat, wo wir echt schon lange hinterher sind, dass die In-Color-Farben Nachfülltinten auch als Set reinkommen. Haben sie immer noch nicht gemacht, aber die bestellt man sich dann hier ist es, die bestellt man sich dann halt separat. Bei den Basisfarben fehlt etwas. Und zwar der Farbkarton A4 extra stark in Grundweiß ist hier nicht mit aufgenommen. Den findet man hier gleich mit als Information auf Seite 99. Einen Moment, ich zeige euch das eben. Hier haben wir Farbkarton. 12x12, Farbkarton im Set. Grundweiß und hier ist auch der extra starke bei. Ich habe mir das mit in diese Liste übernommen und reingeschrieben, damit ich nicht immer da nachgucken muss und die Artikelnummer immer mit dabei habe. So, und wir nähern uns dem Ende, denn wir kommen jetzt in den Index. Der Index sieht komplett neu aus. Auch das gewöhnungsbedürftig. Vorher hatten wir nur einen Stempel-Index, war schon nicht schlecht. Jetzt haben wir einen Index in Kategorien unterteilt. Muss man sich ganz kurz dran gewöhnen, ist aber meiner Meinung nach deutlich besser. Das geht los mit den Accessoires. Man muss natürlich wissen, wonach man sucht oder man geht es einfach mal locker durch. Wir haben Arbeitsmittel und Aufbewahrung. Dann kommen Erinnerungen festhalten, also Scrapbooking, Klebemittel, Papier und Verpackungen. Und hier sind alle Designpapiere aufgeführt.
Wenn ihr also irgendwo mal in einem Video seht, dass jemand mit glanzvoller Natur gearbeitet hat, das wird in der Regel durch uns Demonstratoren ja immer erwähnt, womit wir arbeiten, dann merkt euch den Namen des DSPs, guckt kurz in euren Katalog, glanzvolle Natur ist also auf Seite 111, da kann man es sehen. Dann kommen die Prägeformen, die Stanzen, die Stanzformen und hier die Stempelsets. Zum Schluss noch Struktur und Relieftechniken und Tinte und Koloration. Hier muss man sich ein kleines bisschen dran gewöhnen, aber da findet man sich ganz schnell ein. So, und zu guter Letzt hier nochmal Einstiegsmöglichkeiten. Im Mai gibt es ja eine tolle neue Einstiegsmöglichkeit mit einem Vorteil von 100 Euro. Geht um die neuen Incolor-Farben. Dazu habe ich aber schon ein Video veröffentlicht. Guckt da sehr gerne rein. Was die eine oder andere und auch meine Kunden schon etwas verunsichert hat, ist dieser Bereich hier. Nämlich rund um unser Shopping-Vorteil-Programm. Das gibt es noch genauso, wie wir das kennen. Nämlich ab einem Bestellwert von 200 Euro erhaltet ihr 10% Shoppingvorteile eures Bestellwertes, ab 375 Euro 12%, ab 550 Euro 14% mit der Möglichkeit eines Halbpreisproduktes und ab 725 16%. Dieses Shoppingvorteilsprogramm wird sich verändern. Wir wissen noch nicht genau wann. Entweder Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ich finde, das wird für Kunden sehr vorteilhaft, wie sich das verändern wird. Aber es wird sich verändern. Und da es im Laufe der Gültigkeit dieses Katalogs sich verändern wird, hat Stampin' Up! Sich entschieden, nicht die Tabelle, wie wir sie kennen, hier reinzusetzen, sondern über einen QR-Code. Wenn ihr über diesen QR-Code geht, dann bekommt ihr genau diese Tabelle, wo ihr das, was ich gerade gesagt habe, nochmal einsehen könnt. Und in dem Moment, wo es sich verändert, wird sich das über den QR-Code auch online verändern. Und dann könnt ihr euch das genauer angucken. Ich werde darüber natürlich aber auch informieren, sobald das soweit ist und wir wirklich exakte Informationen haben. Im Moment haben wir nur, manche Dinge waren noch gar nicht klar, die uns mitgeteilt wurden. Da wird noch dran gearbeitet. Es ist ja auch noch ein bisschen hin bis Ende des Jahres. Aber wie gesagt, im laufenden Katalog haben sie es rausgenommen und über den QR-Code werdet ihr immer aktuell informiert. Hier hinten ist nochmal unser Copyright, unser Angel Policy Stempelset. Das ist übernommen worden, das hatten wir im letzten Jahreskatalog auch. Wozu Angel Policy? In dem Moment, wo ihr beispielsweise auf Märkte geht und Märkte beschickt, dann verkauft ihr ja eure Werke gestaltet mit den Produkten von Stampin' Up. In dem Moment muss da ein Copyright drauf und dieser Copyright-Stempel ist hier auch mit drin. Ihr müsst nicht zwingend den Stempel nehmen, ist aber natürlich deutlich einfacher. Ihr könnt das auch handschriftlich beispielsweise machen, aber so ein Stempel ist einfacher und regelmäßiger. Und es ist noch ein bisschen mehr drin, was das Set auch sehr attraktiv macht. Rechtliche Hinweise zur Angel Policy stehen hier mit drin. Ja, und das war, ich sag mal, strukturell gesehen der neue Katalog. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen, nämlich die Vergessenen. Wir haben festgestellt, es gibt ein paar Produkte, die nicht im Index auftauchen, weil sie tatsächlich vergessen wurden, die aber im Katalog drin sind. Wenn ihr also den Wink of Stella sucht, findet ihr den auf Seite 111. Wenn ihr die Stampin' Blends in Naturtönen sucht, findet ihr sie auf Seite 131. Wenn ihr die Stempelboxen sucht, also, einen Moment, diese Boxen kann man ja auch separat kaufen, falls einmal was kaputt geht oder so. Die sind zu finden auf Seite 95. Den Farbkarton Grundweiß extra stark habe ich euch schon erzählt auf Seite 99. Und das Embossing-Pulver auf Seite 126. Diese 1, 2, 3, 4, 5 Produkte sind im Index schlicht vergessen worden. Deswegen klebt hier mein Zettel und ich erzähle euch das nochmal. So, meine Lieben, jetzt gehe ich mal eben nochmal auf groß.
Ich glaube, wenn man den Katalog ein paar Mal durchgeblättert hat, dann geht das relativ schnell, dass man sich an die neue Struktur gewöhnt. Woran wir uns definitiv gewöhnen müssen, es wird immer mehr in den Online-Shop verwiesen. Das ist schon in dem Moment, wo wir sehen, dreimal im Jahr gibt es online exklusiv, andersrum, exklusiv Online-Produkte. Das ist einfach, weil damit Stampin' Up! Auch schneller reagieren kann. Diese Kataloge werden in der Regel 1,5 Jahre vor Veröffentlichung wird angefangen, damit zu arbeiten. 1,5 Jahre, 18 Monate, das ist natürlich eine echt lange Zeit und man kann überhaupt nicht schnell auf irgendwas reagieren. Wenn man das nur exklusiv online, also im Online-Shop präsentiert, kann man natürlich auch schneller mal auf Trends eingehen als in der Papiervariante. Da müssen wir uns einfach dran gewöhnen, dass sehr viel über den Online-Shop geht. Ich finde, der Online-Shop bei Stampin' Up! Ist recht übersichtlich. Es wird jetzt auch noch mal ein bisschen dran verändert, das noch ein bisschen einfacher gestaltet, dass man sich besser zurechtfindet. Aber da wird, glaube ich, kontinuierlich auch dran gearbeitet. Aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mehr Dinge sehen wollt, mehr Informationen zu einzelnen Produkten haben wollt, Übersichtlichkeit haben wollt, geht kurz in den Online-Shop, gebt dort die Artikelnummer ein, die ihr hier aus dem Katalog nehmt, und dann findet ihr alles, was ihr braucht. Ich gucke noch mal eben kurz auf meinen Zettel. Ich glaube, ich habe alles. Ich hoffe, dieses Video war ein kleines bisschen hilfreich. Wenn ihr spezielle Fragen habt, ihr könnt gerne unterhalb des Videos in den Kommentaren eure Frage reinschreiben, die ich euch dann sehr gerne beantworte. Oder aber noch mal das Angebot: Kommt einfach heute Nachmittag mit um 14 Uhr in unseren Live, wo wir den Katalog noch mal präsentieren. Nicht eingegangen auf diese Strukturveränderungen, sondern wirklich auf die Produkte. Aber da könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne eure Fragen auch noch einmal stellen. Ich hoffe, ihr habt wahnsinnig viel Spaß mit diesem Katalog. Ich habe mich da schon sehr dran erfreut, weil auch ich bei jedem Durchblättern wieder irgendeine Kleinigkeit entdecke, wo ich denke, ach guck mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ich glaube, das geht uns allen so. Und ja, habt da wahnsinnig viel Spaß mit. Falls ihr noch keine Demonstratoren habt oder nicht mehr habt und einen Katalog kostenfrei erhalten möchtet, schreibt mich gerne an, einfach über meine Homepage, oder ich blende euch auch noch mal eben fix, ich muss mal eben gucken, da. Fix die E-Mail ein. Unter dieser E-Mail könnt ihr auch einen Katalog bei mir bestellen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video und erstmal bis heute Nachmittag zum Live. Bis dahin. Ciao, ciao.